Vielleicht ist es ja da irgendwo. Der Seitengasse? Ah! Macht irgendwie mehr Sinn. Halt! Schöne Kletter-Events. Macht ja wirklich Spaß. Halt! Ich sag zu oft halt, halt! Ich sag halt zu oft halt. Auch nochmal klettern und so rechts, links. Rechts. Links. Rechts. Und hoch. Ach, wen haben wir denn da? Die sehende Krähe. Also ich glaube, noch viel mehr kann ich mir nicht leisten in meinem Zustand gerade. Polizei. Den muss ich irgendwie umgehen. Easy. Aber wie die Polizei nicht guckt, was du trocken ist. Leute, versucht ihr es überhaupt? Versucht ihr überhaupt einen Superman-artigen Scheinbösewicht zu fangen? Ich glaube nämlich nicht. Am besten noch oben an ihn vorbei. Ja. Ich weiß nicht ganz, was passiert, wenn die Uhr abläuft dabei. Mit Kamera machen. Aber ich kann einsehen, dass ich quasi tot bin. Easy. Aber wenn ich das falsch mache, fällt wahrscheinlich Schnee runter und ich bin dran oder so. Vielleicht sowas in der Richtung. Wahrscheinlich irgendwas mit Schnee, was runterfallen würde. Ich weiß auch nicht, was die Uhr da soll, weil wenn es quasi ein Autoscroller ist. Um zwei Dinger gleichzeitig zu drücken, die nicht die gleiche Richtung sind. Wow. Krasser Scheiß. Die Zeit ist abgelaufen, was mache ich jetzt? Oder war es nur die Zeit zum Klettern, die ich hätte brauchen können? Wie sehen die mich nicht? Sind die blind? Da klettert ein Mann neben euch runter. Hallo, guck doch mal. Was für Lobobs. Ernsthaft? Zack. Runter. Hier ist oder muss ich weiter? Ich hätte vielleicht auch die Treppe hochgekommen, aber ich weiß halt nicht, wo sie wohnt oder wo ich lang muss. Das ist ziemlich dumm. Fenster? Dieses Fenster gehört zu Tiffanys Wohnung. Wenn ich das nur öffnen könnte. Oh, ein bisschen übermenschliche Fähigkeiten. Es hat leicht nachgegeben. Na komm schon. Hat sich schon ein wenig geöffnet. Ah, fast hatte ich's. Wir haben's gleich. Freunde, noch stärker geht irgendwie nicht, weil langsam meine Hand verkrampft. Hä? Okay. Rein da. In den stark verpixelten Schlafraum. Ich war nicht gerade stolz darüber, wie ein Dieb in Tiffanys Wohnung eingebrochen zu sein. Aber ich hatte keine Wahl. Ich hatte den ganzen Tag fast nichts gegessen.
Ich war geschwächt und müde. Ist sie da? Genau, TV erstmal ein bisschen gönnend. Nicht wirklich, was ist das? Sie haben eine neue Nachricht. Heute um 10.41 Uhr. Mhm. Hallo, Frau Harper. Ich bin Inspektor Carla Valenti von der New Yorker Polizei. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Ich versuche es am besten später nochmal. Völlig fertig, Alter. So, was zu essen wäre vielleicht gar nicht so schlecht, damit ich nicht voll ausraste. Teller. Oh, vom Handschuh lecken. Ah, oh, geil. Oder was auch immer das ist. Es hat was von Nutella, ja. So, anderer Schrank. Jetzt noch was Richtiges. Was wir klauen können. Nichts zu essen da. Nichts zu essen da. Ja, aber ein Bonus. Sagt man auch nicht nein zu. Ha, Kühlschrank. Immer eine gute Wahl. Kannst du bitte... Oh. Jo, Freunde, ne? Ich glaube, die plus 5 habe ich wirklich gebraucht. Noch ein bisschen Milch trinken. Jetzt habe ich auch Hunger. Oh nein, das ist unfair. Reicht, ich kann wieder gehen. Ja, das mit gehen wird wohl nichts. Ich weiß ja nicht mehr, wo das Schlafzimmer ist. Leben plus 1, was? Warum? Ich meine, nett, ist geil, aber... Was? Ich glaube, aus der Tür komme ich, da kann ich nicht hin. TV gucken, vielleicht nicht jetzt. Was ist hier? Mein Bild ist in allen Zeitungen. Auf der Straße könnte mich jeder erkennen. Ich muss jetzt also sehr vorsichtig sein. Das immer doch gerne. Hier dürfte ich erstmal sicher sein. Ich werde auf Tiffany warten, bevor ich wieder gehe. Ob das hier drin wirklich nichts ist, das ist Schwachsinn. Ich meine, ich kann ja auf sie warten, wenn ich Fernsehen gucke. Kann ich auch machen. Wenn ich... Und um die Meinung eines Fachmanns zu hören, darf ich nun einen der angesehensten Spezialisten für Maya-Zivilisationen begrüßen, Professor Dimitri Kuryakin von der Mesoamerikanischen Universität hier in New York. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind, Professor. Sie haben ein faszinierendes Buch über Maya-Rituale geschrieben und ich würde Sie nun gerne bitten, uns... Ein Spezialist für Maya-Zivilisationen. Der muss wissen, was Quetzalcoatl bedeutet. Ich muss diesen Professor Kuryakin aufsuchen. Hallo, Tiffany. Was machst du hier? Du hast mich vielleicht erschreckt. Die Polizei sucht mich. Ich muss mich irgendwo ein paar Stunden ausruhen. Lukas, was ist denn los? Es heißt, du hättest mehrere Leute getötet. Ja, das ist Bullshit. Ist das wahr? Nein. Die ganze Sache ist sehr kompliziert. Aber du musst mir glauben, ich bin kein Mörder. Ich weiß, dass du so etwas nie tun würdest, Lukas. Du musst das erklären, ihnen sagen, dass du unschuldig bist. Genau. Ich muss erst rausfinden, was mir genau passiert ist, Tiffany. Nur dann kann ich meine Unschuld beweisen. Wo
Lukas, die Polizei. Es ist alles aus. Nein, die werden dir sicher nur ein paar Fragen stellen wollen. Versuch ruhig zu bleiben, Tiffany. Und beantworte ihre Fragen. Ich verstecke mich hier. Die sind gleich wieder weg, glaub mir. Wir wissen im Badezimmer vielleicht Frau Harper. Sehr. Frau Harper, sind Sie da? Badezimmer, ja. Im Schlafzimmer sehr schlechte Chance, weil ich komme. Sucht wer deswegen? Mega guter Versteckort. Hammer. Wir probieren es mal. Lukas, ich kann Sie nicht länger warten lassen. Ich muss jetzt aufmachen. Ja, mach doch. Ich bin ready. Frau Harper? Ja? Inspektor Tyler Miles, New Yorker Polizei. Ich untersuche den Fall Lucas Kane. Wenn ich recht informiert bin, sind Sie seine Freundin, oder nicht? Seine Ex-Freundin. Wir sind getrennt. Seit ungefähr einem Monat. Haben Sie in letzter Zeit etwas von ihm gehört? Versuchte er, Sie zu kontaktieren? Muss ich was machen? Ich war bei ihm, und zwar vorgestern, um ein paar Sachen zu holen. Ich blieb nicht lang. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Dürfte ich mich hier mal kurz umsehen? Tja, aber es ist... Dauert nicht lang. Probier's doch. Okay. Bitch! Okay, die Events sind so langsam, da darf ich keinen Fehler machen. Sonst verliere ich ein Leben, ziemlich sicher. Sie renovieren wohl, hä? Ja, die Wohnung sah ziemlich schäbig aus, deswegen streiche ich sie neu. Das wird aber noch dauern, denn mein Job lässt mir nicht viel Zeit um. Und was ist Ihr Beruf? Krankenschwester. Im St. Jones Krankenhaus. Versuch's doch unterm Bett. Spaß. Was? Steh, wenn ich einmal sage, haben die mich. Ernsthaft? Ja, dann machen wir eben alles nochmal. Ich gebe zu, in der Badewanne hinter einem Vorhang war nicht die beste Idee. Das muss ich ehrlich sagen. Gibt's einen anderen dort im Schlafzimmer? Frau Harper! Frau Harper, sind Sie da? Ja, eine Sekunde. Ich komme. Schrank? Im Schrank hat er nicht nachgesehen. Was denn? Ach nein, bleiben, verdammt. Oder hat er im Schrank nachgesehen? Ich glaube nicht. Ich kann sie nicht länger warten lassen. Ich muss jetzt aufmachen. Mach, komm, gönn dir. Frau Harper? Ja? Inspektor Tyler Miles, New Yorker Polizei. Und alles nochmal. Ich untersuche den Fall Lucas Kane. Wenn ich recht informiert bin, sind Sie seine Freundin, oder nicht? Seine Ex-Freundin. Wir sind getrennt. Seit ungefähr einem Monat. Haben Sie in letzter Zeit etwas von ihm gehört? Versuchte er, Sie zu kontaktieren? Ich war bei ihm, und zwar vorgestern, um ein paar Sachen zu holen. Ich blieb nicht lang. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Dürfte ich mich hier mal kurz umsehen? Tja, aber es ist... Dauert nicht lang. Okay. Ich glaube, das funktioniert. Und allzu viele Verstecke gibt es ja in der Wohnung halt wirklich nicht. Oder war mein Versteck nicht schlecht? Ich war einfach nur Sie renovieren am falschen wohl, Ort.
Ja, die Wohnung sah ziemlich schäbig aus. Deswegen streiche ich sie neu. Das wird aber noch dauern, denn mein Job lässt mir nicht viel Zeit um. Und was ist Ihr Beruf? Krankenschwester. Im St. Jones Krankenhaus. Mal schauen, ob er mich erwischt jetzt. Wirklich. Die auch nicht im Schrank nachschaut, das ist absolut dämlich eigentlich, aber hey. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Falls Ken sich bei Ihnen meldet, rufen Sie mich bitte sofort an. Fickt! Hier ist meine Karte. Yes. Passen Sie auf sich auf. Ken ist extrem gefährlich. Wäre doch schlau, 5 Minuten zu warten, dann wieder reinzugehen, weil dann reden die bestimmt miteinander. Also wenn er da wäre. Sag ja nur. Ich meine, beschweren werde ich mich nicht, klar. Museum. Dieser Mann, den ich flüchtig aus dem Fernsehen kannte, war meine letzte Hoffnung. Ich wusste zwar nicht, inwiefern das Geschehene etwas mit den Mayas zu tun haben konnte, aber ich war inzwischen bereit, jegliche Erklärung zu akzeptieren, die mir den Albtraum, den ich durchlebte, irgendwie plausibel machen konnte. Hallo, ich bin Journalist. Ich bin mit Professor Koryakin verabredet. Er erwartet Sie bereits. Hallo. Ich bin ein Mörder und werde Sie umbringen. Professor Koryakin? Ja? Ich bin John Cunningham. Ich hatte Sie angerufen. Ich bin Journalist und arbeite gerade an einem Artikel über die Maya-Religion. Ah, ich hatte Sie schon erwartet, junger Mann. Was sagten Sie noch gleich, für welche Zeitung Sie arbeiten? Ich schreibe für National Geographic. Komisch. Ich kenne diese Zeitschrift gut, aber von diesem Mann habe ich noch nie gehört. Ja, verdammt. Ich bin wahrscheinlich ziemlich gefickt jetzt schon. Eigenartig. Irgendwie kommt mir Ihr Gesicht bekannt vor. Kennen wir uns vielleicht bereits? Ja, das höre ich oft. Ich muss wohl ein Allerweltsgesicht haben, das gibt's ja leider. Tja, dann legen Sie ruhig los. Was möchten Sie wissen? Erzählen Sie mir bitte von Quetzaltenan. Gerne. Hierher, ich mache Sie bekannt. Ach, ich hatte beim ersten so wenig Zeit gefühlt. Vielleicht hätte ich einfach eine Zeitschrift erfinden sollen. Hier sehen Sie den alten Maya-Gott Quetzaltenan. Die zweiköpfige Schlange. Oh. Ein Kopf schaut in unsere Welt, der andere in die andere Welt. Indem die Maya-Orakel beide Münder öffneten, konnten sie durch die Schlange in die andere Welt blicken. Was meinen Sie mit andere Welt? Die Welt jenseits der unsrigen, das Königreich der Götter und Toten. Die Mayas glaubten, ein menschliches Opfer erlaube es ihnen, die Stimme der Verstorbenen zu hören und in die Zukunft zu blicken. Ach nein. Und wie sahen solche Opferzeremonien aus? Nun, schauen Sie her. Dieses Gemälde aus dem 1. Jahrhundert vor Christus
zeigt eine solche Opferzeremonie. Das Opfer musste ziemlich lange leiden. Denn schließlich sollten die Münder ja so lange wie möglich geöffnet bleiben. Das Opfer erlitt jeweils 3 Stiche, wobei mit jedem Stich eine Herzarterie durchtrennt wurde. Dass die schon wussten, was Herzarterien sind damals? Das Orakel selbst stach nicht auf das Opfer ein? Das Orakel durfte nicht mit dem Blut eines anderen beschmutzt werden. Deswegen wählte es eine Art Vertreter, eine beliebige Person, rein zufällig. Diese Person wurde der Vollstrecker. Das Orakel übernahm vollständig die Kontrolle über den Vollstrecker, den es aus der Ferne manipulierte. Ein Maya-Ritual. Das also war es. Sie sind gar kein Journalist, oder? Wer sind Sie? Ich heiße Lucas Kane. Die Polizei sucht mich wegen eines Mordes, den ich nicht begangen habe. Aber ich war der Vollstrecker. Ein Mörder? Aber unschuldig. Ich stach auf einen völlig Unbekannten ein. 3-mal. In die Arterien. Wie Sie es beschrieben haben. Wollen Sie etwa sagen, dass heute noch ein Maya-Orakel lebt? Das ist absolut unmöglich. Aber scheinbar nicht. Haben Sie dieses Symbol schon mal gesehen? Oh, das Symbol Queshnitlans. Die Vollstrecker ritzten es sich in ihre Vorderarme, bevor sie das Opferritual vollstreckten. Oh, es ist wahr. Mein Gott, der Kodex hat recht. Der Kodex? Oh yeah, was meinen baby. Sie damit, Professor? We're in there. Sie müssen hier weg. In der Zeitung des Wärters ist Ihr Foto abgebildet. Er würde Sie garantiert erkennen. Schnell, verschwinden wir von hier. Dann erzähle ich Ihnen alles. Nice. Die Bonuskarte speichern wir mal da hinten. Wir haben gerade Wichtigeres zu tun, aber das war gut. Das war wirklich gut. Ein wenig Hoffnung für Lucas Kane kann ja wohl nicht schaden. Danke für Ihre Hilfe, Professor. Wir das Auto stoppen. Genau, und durch. Jawohl. Das war easy. Aha. Oder nenn mich Loni, denn das ist mir egal. Weiß nicht, wie ich drauf komme, aber es, ne, muss auch mal gönnen dürfen. Wer ist das wohl? Oh, wow. Der Samuel Koch-Effekt. Nur bei uns hat es funktioniert. Ich halt alles treffe. Der fucking Wichser, der ich bin. Wie ich euch erst Opfer alle. Nein. Nee, mir ist kein Reim eingefallen. Professor! Der Kodex erwähnt die Ankunft eines Kindes. Eines Propheten. Die Antwort auf alle existenziellen Fragen. Das Orakel tötet, um das Kind zu finden. Oh, oh. Okay, wir haben unsere Antwort. Wow, cool! Nein, also. Gruselig. Oder Jumpscare-mäßig? Überhaupt nicht. Ach so, warte, doch. Ha. Das ist jetzt blöd.